Herzlich willkommen zur neuesten Get Be Lounge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt euch in den nächsten 45 Minuten auf zauberhafte Stimmen und wirklich lustige Gäste freuen. Wir präsentieren euch das leckerste Abo aus dem Norden und wir quatschen mit einer wunderschönen Dschungelqueen. Wer jetzt immer noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, hier ist unser Themenflash. Ein neuer Stern am Schlagerhimmel. Saskia Leppin stellt ihren neuesten Song vor. Neu ist auch das Theater der Stage School in Altona. Wir waren bei der Eröffnung für euch da und haben den Geschäftsführer Thomas Gehle und einen seiner Schüler Daniel Schulze zu Gast. Lecker und trotzdem nachhaltig wird es, wenn Gordian und Max uns ihre neue Geschäftsidee Food Vibes vorstellen. Zu guter Letzt tauchen wir noch in Nathalies Welt ein. Sie zeigt uns, dass man nicht nur im Dschungel die Natur genießen kann. Los geht's, liebe Zuschauer, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Saskia Leppin, herzlich willkommen hier in der Get Be Lounge. Hallo. Sage mal, die meisten Hamburger werden dich natürlich kennen, spätestens seit deinem Song für Olympia, Feuer und Flamme. Erzähl doch mal kurz, wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich komme selber aus einer Sportfamilie und ja, liebe Sport, mache selber viel Sport und hatte da einfach Bock drauf und deswegen habe ich das gemacht. Das ist ja cool, wo du so viel Sport machst. Ich glaube, da können wir schon mal an die schönen Naschereien hier gehen, ja, die gerne uns mitgebracht wurden. Gebrannte Bio-Cashew, magst du das? Mit Sicherheit, sieht sehr gut aus. Bio-Nougat, bedien dich, ja. Popcorn, du machst ja wieder Sport. Was machst du denn für Sport? Im Video, glaube ich, waren ja viele Hockeyspieler. Hast du irgendwie Kontakt zu denen? Ja, Hockey habe ich selber früher auch gespielt und Tennis, aber jetzt weniger. Jetzt boxe ich. Du boxst? Oh, das ist ja aber auch das härteste Training, oder? Ja, ist wirklich, also für die Fitness ist es sehr gut, ja. Fit für die Bühne. Ja. Warst du denn eigentlich sehr enttäuscht, dass es Hamburg da nicht geworden ist? Ja. Oh, Prost, was ist Leute jetzt? Ja. Das ist Matcha. Haben wir denn irgendwie einmal gut durchgeschüttelt? So sehr lecker, sehr lecker. Oh. Ach so, ich habe das vorher geschüttelt. Das sollte ich lieber lassen. Aber sonst setze ich das ja alles unten ab. Na gut, egal. Prost auf alle Fälle, Saskia. Mhm. Sag mal, spätestens seit Helene Fischer und jetzt auch Beatrice Egli, ich glaube, die Siegerin. Oha, wir randalieren hier im Studio. So, Prost erstmal. Prost. Ist ja der deutsche Schlager wieder ganz angesagt, ne? Bring, bring. Ja, warte. Lecker, oder? Ja. Schmeckt gut. Mhm. So, gut, weiter geht's im Text. Eingesaut haben, kann's weitergehen? Wie findest du die Entwicklung? Also eigentlich hat der deutsche Schlager ja so ein bisschen verstaubtes Image. Aber Beatrice Egli, ich glaube, ich meine, das ist die einzige, die man wirklich noch so richtig kennt, oder? Als Siegerin aus DSDS? Ja, also wenn man das natürlich verfolgt, dann weiß man wahrscheinlich auch doch den Alexander Klavs oder so, der hat ja auch viel gemacht, aber sie hat schon irgendwie das geschafft. Ich glaube, sie war echt zur richtigen Zeit irgendwie da und hat das ja einfach super gemacht. So. Sie findet viel statt und ist super. Also solche Leute bringen den Schlager auf jeden Fall nach vorne, Helene Fischer an erster Stelle und ja. Gut. Deine Geschichte ist ja auch eine ganz niedlich. Ich habe irgendwie gelesen, du hast, als du 7 Jahre alt warst, hast du Rolf Zukowski, den wir ja damals gehört haben. Mhm. Heute sind es ja eher die Bibi und Tina Songs. Mhm. Aber bei uns war Rolf Zukowski noch ganz groß und du hast ihm einen Brief geschrieben. Erzähl doch mal, was war das für eine Geschichte? Ja, also Rolf Zukowski habe ich geliebt, also tue ich immer noch. Ich finde die Songs einfach toll. Also ich kann die auch immer noch alle auswendig und damit bin ich auf jeden Fall aufgewachsen und ich wollte da so gerne mitsingen in diesem Chor und habe halt gedacht, ich schreibe ihm mal einen Brief und frage. Aber es war auch echt niedlich. Also seine Frau hat mir damals so eine Autogrammkarte geschickt und hat mir dann geschrieben, dass die Gruppe voll ist und das leider nicht geht. Da war ich sehr traurig. Und hast es auch nicht wieder probiert, ne? Nein, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Aber ja, mal gucken. Aber du hast es ja auch so geschafft. Naja, aber Rolf Zukowski hat schon tolle Musik gemacht. Also ich finde das so, das prägt irgendwie. Auch die Texte sind irgendwie toll und... Ja. Ich habe mich verlaufen, habe ich gerade im Kopf. Das fand ich immer ganz schrecklich als Kind. Dieses kleine Mädchen, was nicht mehr nach Hause findet. Was waren so deine Lieblingssongs? Okay, Klassiker in der Weihnachtsbäckerei ist klar, aber auch so dieses Januar, Februar, März. Ach, okay. Das war aber eine andere CD. Oder Starke Kinder zum Beispiel habe ich geliebt früher.
Und da gab es auch die CD mit den ganzen Schulsongs. Genau. Mein Platz im Auto ist hinten und Schulbus und wie sie alle heißen. Alles dran, ja, du drauf, also, was ziehe ich an, damit man mich auch gut sehen kann. Also, ich merke schon, du kennst dich aus. Ja, ich kenn mich aber aus. Du hast sie nie getroffen danach, oder? Nein, ich habe ihn noch nie getroffen. Würdest du gerne? Super gerne. Ja. Wer sind denn sonst noch so deine Vorbilder? Oder wo sagst du, das ist mein Ziel, da möchtest du hin? Also, ja, Vorbilder ist immer so schwierig. Also, ich finde von so vielen Leuten die Musik toll. Also klar, also Helene Fischer ist natürlich irgendwie ein Vorbild, so was sie geschafft hat und was sie kann, ist einfach toll. Also ich bewundere das und ja, aber ich liebe auch also Songs so Andreas Burani und Mark Foster und all diese Sachen, auch Revolverheld, die machen tolle Musik. Also ich habe da viele Gruppen oder auch Musiker, die ich toll finde und super gern höre. Aber sie ist natürlich schon so, wo man sagt, ja, ist schon cool, ja. Saskia, was ich richtig toll finde, ist, dass du heute praktisch hier eine Premiere zum Besten gibst. Du präsentierst uns deinen neuesten Song, der heißt? Heute drehen wir auf. Du kannst dich schon mal positionieren, denn wir hören jetzt gleich Saskia Leppin mit ihrem neuesten Song. Das allererste Mal im deutschen Fernsehen. Ich glaube, danach wird sie ihn dann beim Blauen Ball im Atlantik präsentieren, am 2. April. Aber heute hier in der Gatsby Lounge. Saskia Leppin mit Heute drehen wir auf. Ich hab da so ein Gefühl, dass da noch was geht. Heute Nacht brennt die Luft, weil die Erde bebt. Wir atmen ein, atmen aus, tanzen durch die Stadt. Egal was auch passiert, wir reißen alles ab. Wir heben ab und wir drehen uns einfach durch die Luft. Wir schließen unsere Augen, alles kann, nichts muss. Egal was auch passiert, wir tanzen durch die Stadt. Wir reißen alles ab. Heute Nacht drehen wir auf. Wir tanzen den Alltag und die Sorgen heraus. Heute Nacht drehen wir auf. Nichts und niemand holt uns hier wieder raus. Wir singen oh, oh. Heute geht die Sonne auf. Oh, oh. Heute drehen wir voll auf. Oh, oh. Ganz egal, was auch passiert, wir bleiben für immer hier. Wenn wir tanzen gehen, uns im Rhythmus drehen, vergessen wir die Welt um uns, sie bleibt einfach stehen. Nichts von alledem, was war, ist noch real. Probleme sind uns ganz egal. Wir heben ab und wir drehen uns einfach durch die Luft. Wir schließen unsere Augen, alles kann, nichts muss. Egal was auch passiert, wir tanzen durch die Stadt. Wir reißen alles ab. Heute Nacht drehen wir auf. Wir tanzen den Alltag und die Sorgen heraus. Heute Nacht drehen wir auf. Nichts und niemand holt uns hier wieder raus. Wir singen. Ich komme mal zu dir rüber. Ich freue mich. Ich glaube, ich bin die Einzige, die mitsingen kann auf dem Blauen Ball, oder? Wahrscheinlich. Ja. Heute Nacht. Da musst du richtig laut singen. Wir haben uns auf einer wunderschönen Veranstaltung das letzte Mal getroffen und haben festgestellt, dass wir nicht nur beide den Schlager lieben, sondern auch noch eine andere Gemeinsamkeit haben. Aber wo das war und warum wir da waren, das schauen wir uns jetzt einmal an.
Stage School Hamburg hat sich einen lang ersehnten Traum erfüllt, ein eigenes Theater. Heute ist hier große Eröffnungsfeier und wir von der Gatsby Lounge dürfen da natürlich nicht fehlen. Also kommt mit! Oh, schon wildes Treiben hier drin, aber wir schauen uns erstmal Backstage um. Wollte ich nicht mehr stören, aber bei mir ist jetzt Saskia Lepin, ein alter Hase. Hallo Saskia, du warst ja auch auf der Stage School, stimmt das? Das stimmt, ja. Was ich übrigens auch. Also was hätten wir damals gegeben, so ein Theater zu haben, oder? Auf jeden Fall. Es ist wirklich super schön geworden. Also bis jetzt, ich bin echt gespannt, wie es wird und ich freue mich richtig, ja. Was erwartest du? Hast du die Mädels und Jungs schon gesehen hinter der Bühne? Nein, noch nicht, aber ich erwarte wirklich ein tolles, buntes Programm. Ich glaube, dass die Jungs und Mädels wirklich alles mitbringen, alles geben und selber, glaube ich, sehr aufgeregt sind und ja, ich drücke die Daumen und es wird großartig. Fabelhaft und einfach toll, bezaubernd, schön und wundervoll. Darum versteht es jeder, ich weiß. Wow, Halbzeit, was für eine Show. Ich schau noch mal, wer so da ist. Komm mit. Fabian Harloff. Darf ich einmal ganz kurz mit dir sprechen? Hi Fabian, wie hat's dir gefallen? Toll, ich war ja vor vielen hundert Jahren hier mal auf der Schule. Ich weiß, ich auch. Du auch? Ja, aber als du auf der Schule warst, als ich auf der Schule war, warst du noch nicht mal geboren wahrscheinlich. Meinst du? Okay, das ist ein anderes Thema, darüber reden wir nicht. Aber wie wäre das, wäre damals schon dieses Theater da gewesen? Genial, oder? Ja, wir haben damals nicht so viele Möglichkeiten gehabt aufzutreten. Trotzdem haben wir eine schöne Zeit gehabt und ich drücke die Daumen, dass sich dieses Ding hier durchsetzt, weil es gibt nichts Wichtigeres, als ganz früh praxisnah zu arbeiten als Schauspieler und Sänger und Tänzer. Was hast du mal am liebsten gemacht? Du bist ja so auch der Rocker, oder? Du machst Rockmusik? Also ich kann dir sagen, was ich gar nicht konnte. Erzähl. Tanzen. Steppen. Hätte ich jetzt getippt. Ja, natürlich, alles, was mit Tanz zu tun hat, war gruselig, morgens um 7 irgendwie da im schwarzen Nichts da, zu stehen, nach einem harten Wochenende des Feierns, das war gruselig. Und am liebsten, was habe ich am liebsten gemacht? Den Tänzerinnen zugucken. Ah, und heute auch noch, oder? Sag mal ganz ehrlich, welche Show hat dir gerade am besten gefallen? Es gab ganz tolle Einzelperformances. Und hier vier Mädels. Ganz am Anfang. Die waren toll. Nee, sehr viel Begabung gesehen. Sehr viele tolle Leute und ich drück die Daumen. Vielen Dank, Fabian. Für ein wundervoller Abend im First Stage und mit so vielen talentierten Künstlern, die nun endlich ihre eigene Bühne haben. Ich bin begeistert und fahre jetzt mit vielen, vielen schönen Ohrwürbern nach Hause. Tschüss! Wirklich eine wunderschöne Eröffnung dort im First Stage. Und hier ist jetzt auch schon wildes Treiben. Thomas Gehle, der Geschäftsführer der Stage School, ist bei uns. Saskia Lepin bleibt natürlich auch noch. Und Thomas, du hast einen Schüler mitgebracht, Dennis Schulze. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi, ich komme ja. Thomas, erzähl doch noch mal kurz. Das war sicherlich tierisch aufregend. Du hast da was ganz, ganz Tolles auf die Beine gestellt. Ein Traum von dir, oder? Nein, nicht nur von mir ein Traum, sondern von ganz vielen Schülern, von den Schülern, von den Dozenten tatsächlich auch. Also es ist ganz selten, dass ich eine Entscheidung treffe als Schulleiter, wo alle glücklich sind. Und das war in diesem Fall so. Also Schüler, Dozenten, Abteilungsleiter, Mitarbeiter, alle waren happy. Und wir sind auch froh, dass wir es geschafft haben. Waren da schon Ausschnitte zu sehen von der Eröffnung. Genau. War last minute sozusagen. Und ja, wir sind total happy. Und es sieht so aus, als wenn das auch alles so funktionieren würde, wie wir uns das vorstellen. Ihr könntet das ja sogar ohne öffentliche Mittel realisieren. Aber wenn man euch trotzdem supporten will, dann kann man das. Wie? Also, wir haben noch ganz viele Stühle, bei denen kann man eine Patenschaft übernehmen. Mhm.
Kann man auf die Seite gehen, firststagehamburg.de, und da gibt es dann Stuhlpatenschaften und da kann man draufklicken und dann kann man das wie ein Ticket. Stuhlpaten, ich hätte es eher Sitzpate oder so genannt, ehrlich gesagt, wo du es gerade nennst. Aber okay, gut, da habt ihr auch schon einige. Saskia, du hast gerade schon gestöbert, ob du dich noch findest unter den Absolventen. Ja. Da waren wir nämlich alle schön dabei. Bist du stolz, wenn sowas dann dabei herauskommt? Du hast das gerade singen gehört. Also ich bin total stolz, dass sowas dabei rausgekommen ist, weil letztendlich wart ihr ja alle drei auf der Stage. Gut, das finde ich super schön. Also das macht mich tatsächlich auch stolz, wenn man in Hamburg in ein Theater geht oder ein Musical, da ist überall sind ehemalige Schüler auf der Bühne. Und das ist schon, ja doch, das macht stolz, sehr. Wenn jetzt jemand zugeschaut hat, der sagt, ach, da möchte ich unbedingt auch hin, wie ist das? Es gibt ja eine Aufnahmeprüfung, was muss man noch mitbringen? Also wir haben auch einmal im Jahr eine Aufnahmeprüfung, aber es ist viel witziger, sage ich mal, und aussagekräftiger, wenn man einen Workshop macht. Der dauert zwischen 3, 6 oder 7 Tage. Da weiß man dann genau, was wir erwarten. Da wird gesungen, da wird getanzt, gespielt, das Ganze wird zusammengefasst zu einer kleinen Präsentation. Und da können wir auch sehen, ob der oder diejenige das Zeug hat, durchzuhalten, Disziplin, morgens pünktlich kommt, ob sich in der Gruppe einordnet und so. Und das ist wie eine Aufnahmeprüfung, nur ein bisschen intensiver. Bist du mal pünktlich? Ich versuche immer pünktlich zu sein, aber ich war damals beim Workshop sehr pünktlich. Klar, das waren so die Anfänge. Du bist mittlerweile im dritten Jahr. Und bist auch mit voller Leidenschaft, Enthusiasmus dabei. Und wir haben dich gerade auch schon im Film gesehen. Und du könntest uns jetzt mal eine kurze Kostprobe geben, eine oder? Eine Kostprobe. Vielleicht ein kleines Acapella? Stück aus Tarzan? Ja. Sehr gerne, klingt gut. Die Zeit ist da, dich härter anzupacken. Sonst tust du dir ja noch selber weh. Ich tu alles, um dich zu knacken. Denn du brauchst einen Freund und Retter. Du brauchst einen Freund, der immer für dich da ist. Sehr schön. Sag mal, Dennis, wie ist das? Also du bist im dritten Jahr, aber du kannst ja trotzdem schon Auditions machen und auch irgendwo spielen. Hast du sogar auch schon, oder? Ja, ich hatte das Glück, im letzten Jahr das Musical Yakari zu spielen, auf Deutschland- und Schweiz-Tournee. Und das war eine große Chance für mich und eine super Erfahrung. Okay, und wie hart ist das, ganz ehrlich jetzt mal? Thomas, hör mal weg, die Zeit auf der Stage. Die Zeit auf der Stage ist hart, aber es ist draußen noch viel härter. Also ich muss sagen, dass ich gerade auch durch diese Tourneeproduktion das Business hautnah kennenlernen durfte. Und wir kriegen super viel an die Hand und der Stress, den wir in der Schule haben, entspricht dem auch. Aber es ist auf der Bühne noch mal ganz anders, weil man viel häufiger die Fähigkeiten abrufen muss und sich auf alles verlassen muss, was man gelernt hat vorher in der Schule. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren oder was ist denn dein Ziel? Man weiß bist ja mal nicht. Bald fertig? Und ja, man weiß nie, was für Produktionen kommen werden und was spielt. Ich hoffe, dass Aladdin sich ein bisschen etabliert im deutschen Markt und vielleicht habe ich da mal eine Chance mitzuspielen. Das wäre ein Traum von mir. Okay. Hat er Chancen, Thomas? Ich glaube ja. Also wenn man ihn gesehen hat in der Arena vor 5000 Zuschauern und bei Yakari, dann glaube ich, hat er schon sehr große Chancen, ja. Diese Monday Nights, die sind ja auch schon etabliert. Das ist jetzt natürlich toll, dass ihr die im First Stage veranstalten könnt. Was meint ihr, wie werden die angenommen? Also super toll. Wir haben irgendwie, naja, wir haben ja jetzt irgendwie fast 10 Vorstellungen gehabt, über 3000 Zuschauer. Und wow. Ich habe gerade heute, also die nächste Monday Night mit einem anderen Programm ist im April. 4 Tage hatten wir da eigentlich angesetzt. Die sind schon fast ausverkauft. Aber können wir die noch Karten verlosen? Doch, wir haben heute, doch, für den Mittwoch. Also wir haben heute gerade einen zusätzlichen Tag reingestellt für den Mittwoch und da können wir bestimmt was verlosen. Ja. Okay, also liebe Zuschauer, liked die Seite, die Gatsby Lounge auf Facebook und schreibt, warum ihr unbedingt zur Monday Night kommen möchtet. Du bist sicherlich auch mit dabei, ne? Ganz vorne. Ich bin dabei, hoffentlich. Hoffentlich. Wie wird das entschieden? Wann? Also wer entscheidet das, was für ein Programm da ist? Das ist ein kleiner, aufwendiger Prozess. Also unsere Schüler haben jeden Mittwoch die Möglichkeit, bei einer Präsentation Nummern zu zeigen, Tanzgeschichten, Gesang, Schauspiel, was sie selbst erarbeitet haben, was im Unterricht erarbeitet wurde, immer so ungefähr 20. Daraus werden die besten Nummern ausgesucht. Und dann gibt es kurz vor der Monday Night eine Audition, wo all die ausgesucht worden sind mit einem Jahr, die dürfen sich dann nochmal bewerben. Und aus den 60, 70 Nummern werden dann 20, 25 genommen, okay, die wirklich auf die Monday Night dürfen. Wow, ist wirklich, das ist ein kleiner Ritterschlag. Richtig toll. Saskia, warum bist du nicht ganz ins Musical gegangen eigentlich?
Ja, ich bin eigentlich schon so ins Musical gegangen. Ich habe auch eigentlich doch schon ein paar Stücke gespielt, war ja auch lange auf der Ida. Aber da hat sich bei mir so diese Leidenschaft zum Schlager irgendwie entwickelt. Und ich will das auch gar nicht ausschließen, das andere. Also ich würde jetzt nie sagen, ich mache das eine nicht mehr. Es hat sich bei mir so entwickelt, ich habe da jetzt irgendwie gerade Lust zu, würde aber auch nach wie vor auch ein Musical machen, wenn sich das ergibt. Also ich bin da nicht irgendwie, dass ich sage, ich mache das eine nicht mehr. Das ist einfach so, ja, dass man sich ein bisschen vielseitig aufstellt. Wir haben vorhin schon kurz über Helene Fischer gesprochen. Du hast auch so eine kleine Geschichte mit ihr, beziehungsweise sie wäre ja sogar fast auf die Stage gekommen, oder? Genau. Ich kenne zufällig ihre Haar- und Make-up-Stylistin. Und die wohnt bei mir, da hat ihr Atelier bei mir. Und die sagte mir mal, dass sie im Gespräch mit Helene festgestellt hat, die wollte gerne zu uns kommen. Aber sie wohnte damals in Wiesbaden und in Frankfurt gab es auch eine Musicalschule und das war halt dichter dran, okay, an Wiesbaden und Hamburg so weit weg und so. Und dann ist sie dahin gegangen und das fand ich natürlich sehr schade. Na gut, trotzdem sind ja tolle Leute, ja, auf jeden Fall, von euch hervorgegangen. Hier gibt es so schöne Leckereien und warum, weshalb, die hier auf dem Tisch stehen, das schauen wir uns jetzt mal an. Zuschauer, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass es heute so richtig lecker wird. Wir drehen nämlich in der Keksfabrik, da warten Max und Gordian schon auf mich. Warum, wieso, weshalb, das erfahren wir nur, wenn wir reinschauen. Morgen! Ah, das müssten Max und Gordian sein. Habe ich recht? Moin, moin. Hallo, Max. Hi, Nina und Lisa. Hi, Gordian. Hi. Ach, das nenne ich mal schönes Arbeiten hier. Kekse essen am frühen Morgen? Ja, ich habe auch schon den ersten probiert hier, den Matcha-Keks vom Keksbäcker. Sehr lecker. Warum probiert ihr die? Weil wir gerade nach Manufakturen suchen für unsere Muttertagsbox und wir uns eben auch für Kekse interessieren. Wer möchte seiner Mutter nicht was Schönes schenken zum Muttertag, da gehören Kekse dazu. Und heute sind wir hier beim Keksbäcker in Lockstedt und probieren eben die Kekse für unsere Muttertagsbox. Food Vibes. Ihr seid die Jungs von Food Vibes, ein Hamburger Start-up-Unternehmen. Ich muss mich mal ganz kurz ausziehen und dann reden wir weiter. Oder erzähl schon mal, wie kam es dazu? Magst du mal halten, bitte? Gerne. Also, Food Vibes haben wir gegründet, weil wir nach einzigartigen Manufakturen gesucht haben, die so einfach nicht im Einzelhandel zu finden sind. Wir wollten Food Vibes groß machen mit den kleinen Manufakturen zusammen, sodass die Manufakturen wachsen können. Mit uns. Und das machen wir in einer monatlichen Überraschungsbox mit 6 bis 8 Lebensmittelprodukten von solchen einzigartigen Manufakturen wie der Keksbäcker. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja ganz groß bei euch geschrieben. Wie kommt ihr da drauf? Wir achten eben darauf, dass unsere Manufakturen sehr transparent arbeiten, dass wir wenig Zusatzstoffe in den Produkten haben, dass viel Handarbeit in den Produkten vorhanden ist oder die mit viel Handarbeit hergestellt werden und dass dadurch einfach eine sehr, sehr hohe Qualität entstehen kann, die mit Fabrikware nicht entsteht. Und das ist einfach unser Fokus. Heute seid ihr auf der Suche nach schönen Muttertagsgeschichten. Verratet ihr, was außer der Kekse noch in der Muttertagsbox drin sein wird? Ja, wir haben viele Dinge, die eben jede Mutter lieben sollte. Und der Schmuck, Geschmeide. Ja, Schmuck zum Beispiel ist auch drin. Also wir haben durchaus nicht nur Lebensmittel in unserer Muttertagsbox, sondern eben auch ein Armband, ein sehr schönes Armband, wie ich finde. Und nebenbei haben wir eben noch eine Flasche Prosecco dabei. Wir haben einen schönen Honig mit Himbeeren da drin und weitere Produkte, die man eben entdecken muss. Wir wollen nicht immer alles vorweg verraten. Wir haben jetzt ein paar kleine Anregungen gegeben und ja, wen es interessiert, sollte auf jeden Fall mal bei unserer oder auf unserer Homepage vorbeischauen. Auf alle Fälle sehr interessant. Ich sehe schon, ihr habt hier vielleicht noch nicht so das gefunden, was ihr in diese Box tut. Wollen wir mal uns in der kleinen Keksbäckerei umschauen und sehen, was noch so gibt? Favorite ist absolut dieser Herzkeks mit Marmelade drin. Na, ich glaube, da muss ich gegensetzen. Der Zitronenkeks ist wirklich fabelhaft. Wer gewinnt denn nun für die Muttertagsbox? Auf jeden Fall der Zitronenkeks. Ja? Ja, schön frisch, perfekt für den Mai. Wir würden uns nicht einigen. Jungs, ich muss los. Bevor du gehst, haben wir natürlich auch noch was für dich. Oh. Die kannst du gerne mitnehmen, die schenken wir. Echt? Na klar. Und ist das eine aktuelle Box? Das ist unsere aktuelle Monatsbox und da kannst du dich gerne mal durchprobieren. Dann muss ich jetzt aber wirklich ganz schnell los. Tschüss, Jungs, danke. Tschüss. Lecker.
Leute, da sind wir wieder und bei uns sind jetzt Max und Gordian von Food Vibes. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ich bin natürlich am meisten gespannt, ob ihr euch wirklich durchgesetzt habt mit den Muttertagskeksen, diese gelben, oder ob ihr mir einen Gefallen tun wolltet und die schönen Herzen mit der Marmelade genommen habt. Ja, lass dich überraschen. Das ist nämlich die Muttertagsbox, oder? Richtig, ja. Ich stelle mir jetzt vor, es sei Muttertag. Wann ist das eigentlich? Am 9. Mai? 8. Mai. 8. Mai. Och, wie schön. Ach, und diesmal ist sogar ein Armband drin. Also nicht alles nur zum Essen, ne? Nicht nur kulinarisch. Wir haben auch Kooperationspartner, unter anderem jetzt ein Schmuckhersteller. Und schön. Der ist in der Muttertagsbox drin. Oh, 8. Mai, was da alles los ist. Muttertag, Hafengeburtstag, Mann, Mann, Mann. Können wir das einmal so, dass wir das mit der Kamera einfangen können, wie das dann aussieht? Wunderschön. So, also, was habt ihr da jetzt reingepackt? Ich schaue mir zuerst mal die Kekse an. Aber klar, Jungs, die gelben sind's geworden. Hab ich dir gesagt. Die sind am leckersten, sagt ihr, ne? Ja, auf jeden Fall. So, Saskia macht den Test. Sie muss heute essen. Auch gerne, kein Problem. Kannst du auch ab, ne? Ich übernehme das. Wird gerne alles wieder abtrainiert. Bei uns, ja, Stage, mach mal selber, ne? Aus. Aussieht vielleicht schöner. Da fehlt natürlich jetzt, ne? Ihr habt ja Kooperationspartner, habt ihr gesagt. Da fehlt ein Geschenkgutschein von Onstage, damit man das alles wieder los wird, was man voller Genuss zu sich genommen hat. Das können wir gerne mal angehen. Ja, okay. Auf jeden Fall. Schön trainieren. Die sind alle gleich. Onstage, ja, und dann kann man das. Oh, lecker. Das ist ja Alkohol, ne? Das ist Alkohol, ja. Jetzt immer auf. Hey. No, schade, ich dachte, was ist noch drin? Das ist ein Honig. Honig with Cranberry. Mm. Ja, der ist sehr lecker. Aus Dänemark kommt der. Wir haben es ja gerade schon gesehen in der Matz, ihr sucht ja wirklich ganz spezielle Sachen aus ganz Europa, ne? Genau, wir suchen immer die Leckereien, die es so im Einzelhandel nicht zu finden gibt. Die gibt es natürlich in kleinen Feinkosthändlern in Italien, Dänemark oder der Schweiz, aber nicht in Deutschland. Und ja, unter das anderem kommt woher? Ein Honig aus Dänemark. Hier könnte man noch so gleich das für Ostern verwenden, so ein kleines Kaninchen, genau, den Kindern kaufen. Und alles dabei, ne? Das ist auch besonders schön. Ja. Guck mal, das kannst du fast so in die Haare machen, wie du das jetzt hast. War eigentlich, was war dein Vorbild so? Oder war das jetzt so, wo wir gerade beim Thema sind? Halt so aus? Nein, ich wollte nur mal so. Jetzt, so war schon so. Winnetou war schon. Ja, klar. Das war für Dennis aus Yakari. Aber das könntest du dir, damit ich mich nicht so einsam fühle. Ich habe heute schon so viele, wollen wir mal nicht sagen Komplimente, sondern sonst was gekriegt, wie ich denn eigentlich aussehe. Aber ich fand das wirklich toll. Warst du nicht Winnetou-Freund damals? Natürlich. Kein Mai für, habe ich alles geguckt. Ich war auch hier in Bad Segeberg, sind wir früher immer hingefahren. Ja, oh, das wäre doch nochmal was, oder? Hast du da schon gespielt? Nee. Nee. Dennis, also, falls irgendjemand. Nee, das war meine Aufgabe heute, deshalb habe ich mich so gestylt. Jetzt weiß ich es wieder. Genau. Die Karl-May-Festspiele in Segeberg. Ja. Also wir lernen ja alles, wir können ja alles für Musical-Darsteller. Aber reiten noch nicht. Ja, das haben wir noch nicht als Workshop bis jetzt im Programm, aber klar, wäre ich ganz offen dafür. Fabian Harloff im Beitrag sagt ja zum Beispiel auch, das, was er gar nicht mochte, war Steppen. Mhm. Das ist ja immer so, dass man so ein paar Schwerpunkte vielleicht sich legen kann, wo man andere wegschmeißt, oder? Wie war das noch? Also man muss ja alles machen. Man muss alles machen, genau, aber es gibt halt ganz viele oder fast alle, spezialisieren sich dann nach der Ausbildung. Also so wie Saskia jetzt mit Gesang, dann gibt es Anna Loos zum Beispiel, die war ja auch bei uns, hat sich dann für die Filmkarriere entschieden, macht mit ihrer Gruppe ja Silly Musik und so, aber hauptsächlich macht sie Film. Ralf Bauer, damals eher Zieh, Schauspiel. Sie ruhen alle auf. Ja, okay. Lucy, No Angels, Susan Sidopoulos, kennt man wahrscheinlich auch und so. Aber man muss halt alles machen, und aber es wird dann sich schon im Laufe der Ausbildung bilden sich dann Schwerpunkte. Und es gibt also mehr Jungs, die, also die wollen schon alle steppen, aber es gibt mehr, die nicht so gerne Ballett machen. Mhm. Aber es ist natürlich wichtig für die Körperhaltung und so. Da sagte er, da steht er immer gerne in der letzten Reihe, ja, und hat dann den Mädels auf den Po geschaut. Ja. Ihr lacht. Ihr müsst auch ein bisschen Sport machen, ne? So viel wie ihr immer testen müsst. Ist das wirklich so, dass ihr wirklich alles testet? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir treffen uns immer einmal die Woche im Team. Dann kommen alle zusammen, dann probieren wir alles, was in der Woche an Proben und Mustern ja, zu uns ins Büro gekommen ist. Und dann geht das große Testen los. Wir testen jetzt noch mal ein bisschen weiter. Und nebenbei schauen wir uns noch mal einen Lieblingsplatz von einem Prominenten an. In diesem Fall war es Natalie Volk. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Place to Be Spezial. Wie ihr sicherlich schon erkannt habt, stehe ich hier an der wunderschönen Alster, um eine wunderschöne Frau zu treffen. Wir haben noch Winter und es blüht noch nicht allzu viel, aber sie steht hier, wie man es gewohnt ist, in voller Blüte. Hallo Nathalie Volk! Hey, schön, dich zu treffen! Schön. Du schaust dir gerade die Schwäne an. Ist es nicht schön in Hamburg? Ja, es ist wunderbar. Ich liebe es hier. Und heute wurden die Schwäne wieder rausgelassen. Endlich. Ach echt? Ja. Okay, da kommen wir rechtzeitig. Was magst du denn so an Hamburg noch? Am liebsten natürlich die Alster. Man sieht sie zwar jeden Tag, aber trotzdem ist es immer wieder schön, meiner Meinung nach. Wasser, die Luft. Ich meine, es ist ja noch nicht so warm, aber trotzdem ist Hamburg doch immer wunderschön. Ne? Oh ja, das stimmt. Das ist meine Lieblingsstadt. Du bist ja jetzt auch Kollegin. Du hast deine eigene Sendung, Nathalies Welt. Die lief auch gerade. Für diejenigen, die es vielleicht gerade verpasst haben, erzähl doch nochmal, was zeigst du den Zuschauern? Ganz also, persönlich. Ich zeige den Zuschauern meine Welt, beruflich natürlich, aber auch privat. Sachen, die ich nie an die Öffentlichkeit gebracht habe. Also, in dein Schlafzimmer durfte noch keiner, oder? Genau, in mein Schlafzimmer. Ich habe viele Anfragen mal bekommen, ob man da filmen darf. Aber ja, das habe ich dann wirklich nur in meiner Sendung gezeigt. Und zum Beispiel habe ich immer meinem Vater erzählt, was ich nie gemacht habe, Fotos gezeigt. Die gibt es ja gar nicht. Und ja, beruflich zum Beispiel, wie läuft es bei mir beim Shooting ab und all solche Sachen. Erzähl doch nochmal von deinem Papa. Deine Eltern sind getrennt und deine Mama ist ja eigentlich auch, hat man ja auch in den anderen Sendungen mitbekommen, deine beste Freundin. Ja, immer natürlich. Deine also, die unterstützt mich. Ich glaube, ohne sie würde ich hier gar nicht stehen. Und ich finde, man sollte auch immer die Mutter gut behandeln. Und ansonsten, ja, ist mit meinem Vater ein bisschen schwierig, weil der hat uns damals sehr früh verlassen. Ganz normal, Scheidungskind. So 10, ist natürlich auch nicht so schön. Und ja, so als Mädchen, ja, der mochte mich halt nicht so besonders. So, der hat mich nie so richtig geliebt. Das kannst du so sagen. Hast du seit du 10 bist keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt? Doch, wir telefonieren noch so, aber okay. Das sage ich ihm ja auch selber. Der hat mich nie geliebt. Und was sagt er? Ja, der ist halt so ein Mensch. Was soll man machen? Und ist halt auch sehr schade so als junges Mädchen. Hat er eine neue Familie jetzt oder eine neue Frau? Ja, aber darüber will ich nicht sprechen. Also du sehnst dich eigentlich schon noch danach, dass er nochmal anruft und sagt, komm. Nicht unbedingt, weil er hat mich ja nicht gut behandelt auch dazu. Deswegen eigentlich, so wie es jetzt ist, mit meiner Mutter und meinem Freund, ist es ganz gut so für mich. Ich habe ja auch noch einen Bruder. Wie alt ist der? Der ist 21. Okay, und er sieht das aber so wie du oder ja, hat er ein anderes Verhältnis zu deinem Papa? Genau, da sieht es auch so okay. wie ich. Und lebt er denn auch in Deutschland, dein Vater? Ja, genau, der lebt hier. Aber du bist ja aufgewachsen in Soltau, Verlingen-Bostel und lebst auch immer noch dort, oder? Bei deiner Mama. Ja, genau. Also ich bin so irgendwie jeden Tag in Hamburg. Weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Aber er ist auch beruflich und privat einfach hier irgendwie schon zum Stammplatz geworden. Aber du magst das, sage ich mal, etwas Dörfliche. Ich darf das sagen, ich komme nämlich auch vom Dorf. Ja, klar, mag ich, um abzuschalten. Es ist sehr ruhig, hier ist ein bisschen mehr Hektik und Trubel. Aber ich mag Hamburg, weil es ist wirklich schön hier. Also, ja. Wie sieht denn ein perfekter Tag für dich aus, wenn du mal nicht arbeiten musst? Wenn du jetzt sagst, wenn morgen ich mal ich nicht frei, arbeiten muss, dann liege ich im Bett. Also okay, das ist ja nicht Luxus. Ja. Okay. Also, Betten mit Kaviar, Champagner. Nein, wenn ich wirklich mal richtig frei habe, dann mache ich mal auch frei. Also wenn man nur unterwegs ist, dann will man sich auch mal ausruhen. Oder man geht irgendwie schick essen weg. Das ist auch noch ganz entspannt. Schick essen kann ich dir jetzt nicht anbieten, aber wie wäre es, wenn wir schon mal da leuchtet uns das Cliff an, wenn wir einen Kaffee trinken oder einen Kakao. Oder was trinkst du am liebsten? Tee. Ja. Okay, die Models, ne? Ich trinke eine heiße Schokolade. Nathalie, ja, kalt. Ich hab mir vorgenommen zu picknicken, oder? Genau, kalt ist es noch, aber wir kriegen gleich unseren Tee und unsere heiße Schokolade. Ja. Aber es macht doch nichts, oder? Ja. Schau mal die Atmosphäre, das Wasser, die Schwäne. Ja, kannst du mal eine Runde schwimmen gehen? Genau. Es war richtig schön mit dir, Nathalie. Ja, mit dir auch. Das war's, das Place to Be Spezial mit Nathalie Volk. Ach,
bin ich froh, dass wir es jetzt hier schön gemütlich warm drin haben und auch noch lecker Sachen zum Essen. Ja, lass doch mal was testen. Bio-Nougat. Ich teste schon die ganze Zeit hier. Was hast du noch mitgebracht? Ja, du hast mir aber gerade gesagt, dass du zum Beispiel Nougat nicht magst. Ja, das stimmt. Und normalerweise ist es ja dann so, das würde ich auch sagen, aber das ist ein ganz besonderes Nougat und das müsst ihr jetzt mal probieren. Ach, schön ist es mit euch. Schmeckt's denn? Ja, sehr. Ihr habt ja schon fast alles aufgegessen. Ja, die kannst du wahrscheinlich, wenn du nett die Nudeln, kannst du sie bestimmt mitnehmen. Wie ist das bei Nudeln kann man ja auch so essen, roh, ne? Kartoffeln darf man nicht. Also wollt ihr? Könnt ihr. Die trockenen Nudeln nicht, die frischen könnte man so essen. Hm. Saskia steht schon drüben und singt gleich noch einen schönen Titel. Ihr könnt natürlich auch aufstehen, Jungs, und mittanzen oder so. Tanzt ihr eigentlich auch? Nein. Aber Dennis natürlich. Ich glaube, diese Musik, Saskia hat das auch vorher gesagt, ist ja wirklich so eine gute Laune-Musik. Ich höre zum Beispiel Schlager beim Putzen und so. Es ist einfach, gibt so einen schönen, schaut mich an, ja. Gibt so einen schönen Aufschwung und macht gute Laune einfach. Und diese gute Laune wollen wir jetzt auch nochmal ins Studio holen. Und deshalb freue ich mich auf Saskias zweiten Titel. Er heißt Das kann nicht sein. Bedanke mich bei meinen wunderbaren Gästen. Viel Spaß jetzt mit Saskia Leppin. Und das kann nicht sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. All den Jahren stehst du plötzlich vor mir, hast mich verlassen und das alles wegen ihr. Ich kann nicht glauben, dass du sie heute nicht mehr liebst. Kann mich nicht wehren gegen das, was ich jetzt fühle. Das kann nicht sein, dass ich dich immer noch liebe. Nein, was sind denn das für Gefühle? Schon lange von dir los. Was ist das bloß? Das kann nicht sein, dass ich dich immer noch liebe. Nein, was sind denn das für Gefühle? Ich fall nicht schon wieder auf dich rein. Oh nein. Du schaust mich an und ich weiß nicht, wie mir geschieht. Kann nicht begreifen, dass mein Herz dich doch noch liebt. Ich kann nicht glauben, dass du sie heute nicht mehr liebst. Kann mich nicht wehren gegen das, was ich jetzt fühle. Das kann nicht sein, dass ich dich immer noch liebe. Nein, was sind denn das für Gefühle? Ich war doch schon lange vor. Das kann nicht sein, dass ich dich immer noch liebe. Nein, was sind denn das für Gefühle? Ich fall nicht schon wieder auf dich rein. Oh.